Das ist Glanz und Gloria. Guten Abend. Es ist ein spezieller Tag für mich. Vielleicht haben Sie es schon gehört, ich verlasse Glanz und Gloria. Und zwar mit schwerem Herz. Nicht, weil ich nicht mehr gerne moderiere. Im Gegenteil. Aber wie das halt so ist, wenn man einen Job 11 Jahre lang macht, hat man Lust auf eine Veränderung. Und für mich ist die Zeit gekommen für einen neuen Lebensabschnitt. Vorerst bleibe ich Ihnen aber noch erhalten für die nächsten 3 Monate. Und bevor ich jetzt noch gefühlsduselig werde, das sind die Themen von heute. Ja, gefühlsduselig sind gestern einige Filmschaffende gewesen. Bei den Solothurner Filmtagen sind die Nominationen für den Schweizer Filmpreis 2018 bekannt geworden. Der grosse Favorit um eine begehrte Quarz ist ein Teenager-Drama. Wir nehmen Sie dann mit an die Preisverleihung. Wir sind nämlich mit einer Spezialsendung live vor Ort. Die News von heute sind irgendwie auch ein bisschen wie ein Film. Ein Reisedoc am Anfang, eine Überraschung in der Mitte und eine Polizerie zum Schluss. In der Schweiz ist es um Heinz Spörli seit 2012 ein bisschen ruhiger geworden. Dann ist der Direktor und Chefchoreograf vom Zürcher Ballett zurückgetreten. Von der Pensionierung will der 77-Jährige allerdings noch lange nichts wissen. Er schafft sie dann als freier Choreograf. Zurzeit gerade in Mailand. Der Ruhestand aber eine Option kann sein, zeigen wir Ihnen morgen. Dann erzählen die ehemalige Quizlegende mit Gabriela Amgarten oder der Benny Turmherr, was sie an ihrem früheren Job besonders vermissen und welche Augenblicke sie am liebsten vergessen würden. Ich wünsche einen schönen Abend und bis bald.